Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute mit einem sehr spannenden Menschen, nämlich Bion Catilatou. Catilatou. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, wie es richtig ausgesprochen wird. Ja, ist super, ist super. Das ist auch ganz witzig. Weißt du warum? Weil eigentlich heiße ich gar nicht Catilatou. Ah, okay. Weil, also unser Name lautet eigentlich in Indien Catilat mit TH am Ende. Ja? Okay. Aber und in den 70er Jahren. Hast du dran geschummelt? Ja, genau. Als meine Eltern in den 70er Jahren nach Deutschland kamen, da haben die Behörden gesagt, mit TH am Ende geht nicht, mach noch einen Buchstaben dahinter. Wirklich. Und dann haben die gesagt, ja, wie beim Glücksrad, dann kaufe ich ein U. Ne? Und in Indien heißen wir immer noch Catilat, aber hier Catilatou. Also ich nenne mich heute nur Bion, denn ich glaube, das ist das Allereinfachste. Das ist einfacher, genau, ja. Bion, wir haben uns kennengelernt. Das ist schon einige Jahre her. Das war in Dortmund in einer CrossFit-Box. Ich hatte da am Abend eine Show. Und war dann tagsüber noch trainieren und du warst zufällig da, weil du und der Besitzer, der Name ist mir entfallen, hilfst du mir ganz kurz? Der Fatmir. Richtig, der Fatmir, genau richtig. Ihr kennt euch und so haben wir uns kennengelernt. Ich habe ein bisschen Sport gemacht. Du hast auch mitgemacht, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist mal ein schlechtes Zeichen, ne? Also, sag mal so, in dem Augenblick hast du mich nicht extrem beeindruckt, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich gemerkt. Ich habe dich sogar gefilmt, als du das weiß ich noch. Gelaufen bist, weißt du, ne? Genau, ja, genau. Das genau. Anhand den Handstand Walk. Also genau. Da scheinst du mich jetzt, Achtung, genau hinhören, nicht sonderlich beeindruckt zu haben. Allerdings, ich kannte dich noch nicht und habe danach eben mal dich gecheckt, wie man so schön sagt. Und da hast du mich echt geflasht. Also alleine deine Reichweite auf Insta, das ist schon wirklich was Besonderes. Du gehst dir auf die 400.000 Follower zu. Und das funktioniert nur dann, wenn du tatsächlich was zu sagen hast. Natürlich habe ich dich sofort abonniert, beobachte dich seitdem. Und das, was du sagst, ist einfach äußerst sympathisch. Eine ganz, ganz große Nummer. Das gefällt mir unheimlich gut. Und insbesondere jetzt, wo ich auch mal auf deiner Homepage war, da gibt es ein Zitat von dir, was mir unglaublich gut gefällt. Und zwar, verlasse die Welt ein wenig schöner, als du sie vorgefunden hast. Das ist ein schön dezentes, Statement und nicht so nach dem Motto, ja, ich mache die Welt besser. Einfach nur so dieses vom Herzen kommend, ich möchte einfach ein bisschen was Gutes tun und das tust du mit deinem täglichen Post. Du bist ja ganz tief in dem Thema Motivation drin, du hilfst den Menschen einfach, ja, so ein bisschen so einen kleinen Stupser zu geben, wie man sich selber motivieren kann, auf was es wirklich ankommt. Und interessant ist ja, dass du auch Doktor der Wirtschaftswissenschaften bist. Ja, also genau. Irgendwie so eine, darf ich das jetzt sagen, so eine Instagram-Luftnummer, die einfach mal irgendwann angefangen hat, relativ früh und viel Erfolg hatte und aber letztendlich nicht so wirklich viel zu sagen hat. Bei dir ist noch ein bisschen Wissenschaft mit hinten dran. Und es gibt ja, ein bisschen ist hinten dran. Naja, wobei das auch ein bisschen mit meinem Papa zu tun hat. Ne? Also wenn du einen indischen Vater hast, hast du eigentlich immer so zwei Möglichkeiten im Leben. Ne? Entweder wirst du Ingenieur oder Arzt. Ne? Das ist so, ohne Witz, das ist so ein Klischee, aber das ist genauso. Mein Bruder ist Arzt geworden, ich bin Ingenieur geworden. Mhm. Ne? Hat mein Vater so, ich habe damals 18 Jahre alt, Abitur, ich habe meinen Zivildienst beendet und meinte er so, ja, bist du Ingenieur? Er hat mich gefragt, welcher Ingenieur willst du denn werden? Ne? Gute Taktik. Ja, da habe ich gesagt, was gibt's denn so, ne? Da meinte er Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieur. Ich so, auch Wirtschaftsingenieur, das klingt ganz gut, ne? Dann habe ich das Studium gemacht, aber ich war nie so wirklich happy, ne? Also ich muss sagen, ich habe es zwar geschafft und so auch, das Diplom, aber so wirklich happy war ich nicht. Ich war auch bei einem großen Automobilkonzern in Wolfsburg, Namen darf ich jetzt nicht nennen, ne? Nee. Das war nicht Audi, ja. Und da habe ich gespürt, oh mein Gott, ne, das ist überhaupt nicht das, was ich möchte. Und da wirklich wie das Schicksal so wollte, mein damaliger Professor angerufen und mich gefragt, ob ich nicht bei ihm promovieren möchte. Und da habe ich gesagt, ja, noch eine Doktorarbeit. Aber wenn, dann auch im Bereich Motivation. Und da ging es in den Bereich, also Kundenmotivation. Wie motivierst du Mitarbeiter, wie motivierst du Kunden? Und dann habe ich quasi auch mir gedacht, okay, wenn du weißt, wie du Kunden motivierst, dann weißt du auch, wie du die Nachbarin motivierst. Und dann weißt du auch, wie du vielleicht Sportler motivierst. Ne? Ich habe dann auch lange Zeit ein paar Jungs vom BVB gecoacht, im Personal Coaching, also im Mentaltraining. Fußballer dann in der ersten Liga. Und dann irgendwie hat alles so zusammengegriffen. Ne? Wenn man so manchmal das im Leben so fühlt, wenn man sich überlegt, okay, wo bin ich gerade? Irgendwie, das kennen auch viele wahrscheinlich, die das gerade sehen oder hören. Man denkt so irgendwie, bin ich auf dem richtigen Wege? Passt das alles? Und dann blickst du irgendwann zurück und denkst so, geil, das greift alles zusammen, wenn du wirklich deinem Herzen folgst.
Und das ist eine ganz wichtige Aussage. Bevor wir da jetzt weitermachen, zwar genau an dem Punkt, dem Herzen folgen, du hast mich jetzt nochmal geflasht, beeindruckt. Das habe ich nämlich auch auf deiner Homepage gefunden und zwar, und das möchte ich gerne auch zitieren, weil das genau so draufsteht. Ich lese das einmal vor. Als ich mit 6 Jahren im Kampfsport ständig auf die Mütze bekam, erwachte nach und nach eine innere Überzeugung in mir. Wenn ich es schaffen würde, und jetzt kommt ein wichtiger Satz, mich nur auf meine Stärken zu konzentrieren, müsste ich erfolgreich werden. Was ist passiert? Du bist der jüngste Schwarzgurtträger und hast auch schon mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Ist das korrekt? Ja, genau, genau. War auch in der Nationalmannschaft. Und ich möchte auch nicht, also wirklich, wenn ich mich selber vielleicht hören würde oder dich jetzt hören würde, als eine externe Person, ja, die das gerade sieht oder hört, würde ich vielleicht denken, ja gut, der war jetzt mega talentiert, ne, voll der Überflieger oder so. Aber ich war wirklich ein richtiger Horst. Ne? Die ersten Trainingsstunden, total schlecht. Wirklich immer auf die Mütze bekommen. Und weil ich immer sein wollte wie die anderen im Prinzip. Ne? Und dann habe ich irgendwann festgestellt, relativ früh, weil ich war wirklich 6, 7 Jahre alt, ich kann nur ein paar Schläge im Taekwondo, die sehr, sehr unspektakulär sind. Ne? Wirklich sehr unspektakulär. Und ich wollte immer die spektakulären Sachen machen, ne? Durch die Luft fliegen und treten und so. Und da bin ich immer... da habe ich auch immer verloren im Prinzip. Und da habe ich mir gesagt, weißt du, du kannst nur diesen einen Schlag ganz gut, diesen einen Tritt kannst du ganz gut. Jetzt machst du ganz stupide, die beiden, die du gut kannst, wendest du bei jedem Kampf an. Und da habe ich jeden Kampf gewonnen. Die Zuschauer haben teilweise gebuht, weil es total unspektakulär war. Das war so langweilig, ne? Tritt, Schlag, Tritt, Schlag, Tritt. Und, aber es hat funktioniert. Und das ist ja etwas, was man auch aufs Leben übertragen kann, ja? Weil viele, viele Menschen einfach immer an den Schwächen arbeiten wollen oder irgendwie sich um die Schwächen kümmern wollen oder rumhadern irgendwie. Einfach auf das zu setzen, was du gut kannst, weil das macht dich im Endeffekt erfolgreich. Ja, ich finde auch, das, was sich so stark verändert hat, gerade in den letzten Jahren, ist, ich nehme jetzt mal als Beispiel Instagram. Über Instagram hast du sofort Kontakt zu einer schöneren, besseren, hübscheren, erfolgreicheren Welt. Und gefühlt erzeugt das unglaublichen Druck bei den Menschen, weil sie eben natürlich dieses tolle, schöne, reiche, erfolgreiche Leben mit sich, mit ihrem eigenen Leben vergleichen. Und jetzt kommst du genau mit dieser Kernbotschaft, hör auf damit, sondern mach etwas Langweiliges, um jetzt mal diesen Schlag, Tritt zu wiederholen. Ja. Konzentriere dich auf das, was du kannst. Ist das so einer deiner wichtigsten Botschaften, weil du eben selbst die Erfahrung gemacht hast, dass wir verdammt nochmal endlich mal lernen sollten, dass man sich nur auf die eigenen Stärken fokussiert? Ja, das ist auf jeden Fall eine der Botschaften, die ich ganz, ganz wichtig finde. Und was du auch gerade gesagt hast, ist genauso wichtig, dass wir uns halt nicht ständig vergleichen sollten. Das ist auch ganz wichtig. Ich bin auch in so einer, also die indische Kultur ist auch eine sehr, sehr große und starke Vergleichskultur. Das heißt, man wird ständig verglichen. Weißt du, warum hast du? Ja, das ist wirklich etwas, wahrscheinlich auch dadurch, dass Indien halt sehr, sehr stark überbevölkert ist, ne? Und der Konkurrenzkampf in Indien ist noch viel extremer. Das heißt, der Sohn vom Arzt wird vielleicht Arzt, weil alles mit Geld zu tun hat. Ne? Also das Abitur hätten wir uns nicht leisten können in Indien, wenn wir in Indien geblieben wären. Das heißt, meine Mutter mit 17 ist nach Deutschland gekommen und ihr und von meinem Papa, also die beiden haben gesagt, wir bleiben in Deutschland, damit die Kinder Abitur machen können. Ja? Weil wenn sie nach Indien gegangen wären, hätten wir uns das nicht leisten können. Und die dachten sich so, wow, was für ein tolles Land. Hier kannst du, wenn du Leistung bringst, Abitur machen. Das wäre unmöglich gewesen in Indien. Und in Indien ist es wirklich so, da kriegt einer der ganzen Schule kriegt da ein Stipendium und dann bist du nur am Kämpfen, am Machen, am Gucken. Du musst besser sein. Und dieses besser sein wollen, das erzeugt ja so einen unglaublichen Druck einfach nur. Ne? Und wenn du der Beste oder die Beste sein willst, dann musst du immer ständig besser sein als links und als rechts. Und das ist halt das, was ich auch sage immer, vergleich dich nicht. Ne? Vergleiche machen immer unglücklich. Ne? Wenn ich heute Morgen anfange, jetzt irgendwie was mir anzuschauen auf dem Handy oder so und mich ständig vergleiche, dann weiß ich, dass ich um 13 Uhr oder in ein paar Stunden einfach unglücklich sein werde, weil ich mich ja immer ständig vergleichen würde mit Dingen, die ich vielleicht nicht habe. Und dadurch verliere ich auch den Fokus oder die Sicht auf die Dinge, die ich habe. Ja? Und wenn ich mir einfach denke, hey, cool, ich bin heute jetzt im Gespräch mit dir, ich habe ein Dach über dem Kopf oder ganz, ganz konkrete Dinge. Ja? Gestern habe ich zum Beispiel hier so einen Nerv eingeklemmt in der Brust, habe ich falsch trainiert. Dann müssen wir nachher nochmal sagen, wie das geht. Und heute ist er weg, dieser Schmerz.
Und ich bin heute Morgen aufgestanden, dachte mir so, geil, der ist weg. Ja, ich habe wirklich ganz laut mich gefreut darüber. Und das sind so Kleinigkeiten, weißt du, wenn du auf das schaust, was du hast und dich über deine Dinge freust, die dich einfach glücklich machen, egal was es ist, dann kannst du auch wirklich glücklich werden, ohne dich zu vergleichen. Würdest du sagen, dass Menschen, die ein geringeres Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl haben, sich auch tendenziell dann eher mit Menschen vergleichen, die mehr haben, die besser sind? Oder ja, sagst du, nee, da hast du eine andere Erfahrung gemacht? Schon, also es hat sehr, sehr viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun, das denke ich auch. Weil viele Menschen haben einfach im Laufe des Lebens verlernt, zu verstehen, was ihr Wert ist oder ordnen ihren Wert sehr, sehr niedrig ein. Das geht ja auch sehr, sehr früh los in der Schule vielleicht, wo du plötzlich irgendwie Noten kriegst oder so, wo du plötzlich äußere Faktoren entscheiden so über dein Gefühl. So, oh, ich habe eine 1, oh, ich bin toll. Oh, ich habe eine 5, oh, ich bin nicht so toll. Dann fängst du an, nicht zu vergleichen. Und es geht dann immer so weiter. Ne? Und ich habe gestern sogar noch zufälligerweise eine Studie gelesen, wie hieß die denn genau? Also genau, was den Damen tendenziell am wichtigsten ist, ist Beliebtheit und Äußeres. Ja? Oder wodurch sie ihr größtes Selbstwertgefühl beziehen. Genau. Mhm. Ne, das heißt also, dass wir ständig im Außen leben. Ja? Und vielleicht ist auch diese Zeit gerade, die wir haben oder auch hatten, vor allen Dingen eine Chance gewesen, einfach mal nach innen zu blicken und zu gucken, so, okay, was passiert eigentlich in mir? Und da wieder diesen Wert zu erkennen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges und spannendes Thema, ja. Und ich habe auch, wirklich, das ist wie ein Zufall gerade, weil ich habe heute Morgen noch so ein Video geskriptet, wo es um das Selbstwertgefühl geht. Mhm. Weil es mir auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft ist, einfach, dass jeder versteht, du bist so unfassbar wertvoll, du bist so unbezahlbar, einfach seit der Sekunde, seitdem du auf der Welt bist im Prinzip. Und das verändert sich nicht, ja, durch keinen Kommentar, durch keine Kritik oder durch keine Bewertung von außen. Und das ist wirklich ich weiß, wenn viele werden auch sagen, vielleicht, das ist vielleicht leichter gesagt als getan, aber es ist wirklich eine Übungssache, ja, das kann man wirklich trainieren. So, und das ist genau die Frage, nämlich wenn jemand das schon seit Jahren, Jahrzehnten macht, wenn er eben in diesem permanenten Vergleich mit seiner Umgebung eben aufgewachsen ist und das eben auch letztendlich bei seinen ganzen Freunden, bei der Familie immer wieder kennt, oh, der Nachbar hat ein neues Auto ausgesehen, dann wie kommt man da aus dieser Negativspirale raus? Gibt es da irgendeinen Life-Hack, mit dem du bzw. deine Follower, weil du Feedback bekommen hast, gute Erfahrungen gemacht haben? Also ein Lifehack ist auf jeden Fall, dass man, trainieren kannst du ja im Prinzip vieles. Ja, es ist ja alles, also viele, viele Dinge, die du hast, sind ja wie so ein Muskel. Ne? Ob es jetzt ein Verzeihmuskel ist, ob es jetzt der Entscheidungsmuskel ist, das ist ja alles trainierbar im Prinzip. Ja? Also wenn du zum Beispiel schlecht Entscheidungen treffen kannst, dann fang an mit kleinen Entscheidungen, die du trainierst, Tag für Tag, und du merkst so, wow, ich werde immer, immer besser darin, Entscheidungen zu treffen. Ja? Genauso ist es mit dem Thema Verzeihen. Auch das sehe ich wie so ein Muskel an. Im Prinzip, ich konnte früher zum Beispiel relativ schlecht Menschen verzeihen und habe dann irgendwann gemerkt, okay, du verzeihst nicht, damit es irgendwelchen Menschen besser geht, sondern damit es dir besser geht einfach. Ne? Mhm. Und genau das Ding ist auch bei mir ganz, ganz viel, Lifehack ist im Prinzip auch dann, wenn man es so bezeichnen möchte, dass du dich morgens schon fragst, im Prinzip, wie starte ich den Tag? Stehst du vor dem Spiegel und schaust jetzt auf das, was dir nicht gefällt? Weil da finden wir alle was, ja. Da ist es der Pickel, das ist das bisschen, das Gramm zu viel, das ist die Falte, die gestern noch nicht da war und so weiter. Wenn ich darauf schaue und mich darauf fokussiere, dann gehe ich natürlich raus und habe einen ganz anderen Morgen, als wenn ich einfach morgens mir zum Beispiel 3 Dinge überlege, für die ich dankbar bin. Ja, das klingt so simpel, ne? Und das hat man auch schon irgendwie mal irgendwo schon mal gehört. Ja, ich stehe morgens auf und habe vielleicht ein gewisses Ritual. Aber diese Kleinigkeiten, die verändern alles. Ja, und was auch viele, viele Menschen irgendwie tun, sie wollen immer irgendwie ankommen, dieses Gefühl des Ankommens. Ja? Also ich will dieses Auto haben, ja, was du gerade gesagt hast. Ne? Oder ich will diese Partnerin haben. Ja? Mhm. Oder ich will jetzt irgendwie das und das erreichen. Und dieses Gefühl des Ankommens, das kommt irgendwie nie. Selbst wenn du da bist, das kennst du vielleicht auch. Ja. Man will irgendwas erreichen und dann plötzlich bist du da und denkst dir so, das soll es gewesen sein. Ja? Und deswegen kannst du dich nur in den Weg verlieben. Ja, ja. Nur in den nächsten Schritt verlieben eigentlich, ne? Ja, und das ist total spannend, was du sagst, weil bei mir triggert da gerade was. Ich kann mich gut erinnern, ich mache jetzt Sport schon seit meinem 16. Lebensjahr. Also ich blicke auf fast 30 Jahre zurück. Mit 38 fing ich mit CrossFit an und habe mich da ziemlich reingekniet. Es hat mir Spaß gemacht, dieses permanent was anderes, was Neues machen.
Und ich habe auch dann angefangen, ab und zu mal so Wettkämpfe mitzumachen. Und der große Wunsch war immer, boah, vielleicht bin ich mal irgendwann in meiner Altersklasse bei CrossFit innerhalb Deutschlands auf Platz 1. Das habe ich jetzt tatsächlich erreicht. Ich bin bei den CrossFit Open, bin ich jetzt in meiner Altersklasse 45+, auch sehr souverän auf Platz 1 gelandet. Und jetzt kommt eben das, was ich daraus gelernt habe. Danach war nichts anders. Im Gegenteil, dieses Ziel war auf einen Schlag weg. Ich habe da unheimlich viel davon gelernt, nämlich ich habe zum ersten Mal so wirklich begriffen, der Weg ist das Ziel. Jedes Training steht für sich alleine und jedes Mal, wenn man sich danach gut fühlt, dann ist das gut und nicht erst, wenn ich irgendetwas erreicht habe. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Genau, und wichtig ist, dass man lernt, das eben auch zu reflektieren. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Das habe ich auch viel zu selten, viel zu schlecht gemacht, dass wir einfach mal zurückschauen und auch täglich mal zurückschauen, abends irgendwie, vielleicht im Bett oder irgendwie bei einer Tasse Tee oder so und sich mal überlegt, ey, was ist mir Tolles passiert? Ja? Mhm. Weil das vergessen wir ganz oft. Ne? Oftmals denken wir nur an das, was nicht so gut gelaufen ist oder so. Und was du gesagt hast, ist so richtig, ja. Und das wird dir auch jeder bestätigen, der irgendein Projekt mal hatte. Sei es der Bergsteiger, der irgendwie an die Spitze des Berges wollte, ne? Der steht oben sagen, und denkt, und jetzt? Und jetzt geht's runter, ne? Ja, man freut sich kurz, selbstverständlich, aber dann gehst du runter und dann. Es ist ein tolles Erlebnis. Ja, aber genau. Dieser Antrieb, diese Vision zu haben und der zu folgen, das ist das eigentliche Ziel. Wenn man das verstanden hat, dann wird man jeden Tag im Hier und Jetzt genießen können. Und das höre ich jetzt aus deiner Botschaft raus, denn ganz viele Menschen leben entweder in der Vergangenheit, mir ist Schlechtes widerfahren und kauen das immer und immer wieder. Und oder sie schauen zu weit in die Zukunft. Ja, wenn ich dann, genau das, was du sagst, das Auto, den Titel auf dem Berg oben stehe, dann geht es mir gut. Nein, jetzt ist der Moment. Und deshalb jeden Tag zu reflektieren, was ist mir heute an diesem Tag Gutes widerfahren. Kleiner Tipp, das mache ich mit meinen zwei Kids. Nicht super regelmäßig, aber meistens. Wir sitzen abends am Abendtisch und dann fängt meine Frau an, so, die drei Dinge, die heute gut gelaufen sind, die euch gefallen haben, die euch Spaß gemacht haben. Das heißt, auch jetzt, das kann ich nur jeden Eltern empfehlen, dass man eben die Kinder schon darauf fokussiert, dass sie sich auf die schönen Dinge fokussieren. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was sowas werden die später mitnehmen. Absolut, ja. Deswegen habe ich auch da, also vor kurzem, Anfang April, so ein Tagebuch auf den Markt gebracht. Soll jetzt auch keine Werbung sein, ne? Aber, ja, bitte, du darfst gerne, wenn du gute Dinge produzierst, was den Menschen hilft, ja, dann mach doch bitte Werbung dafür. Das ist doch völlig in Ordnung. Finde ich gut. Darfst du. Hau raus. Das passt einfach perfekt, weil du auch im Prinzip 2 Minuten morgens dich vorbereitest auf den Tag und abends stehen auch 3 Fragen da, die du auch innerhalb von 2 Minuten irgendwie beantworten kannst und dir genau dabei helfen werden auch, weil es vielen Menschen einfach auch schwerfällt. Mir fiel es auch schwer immer im Prinzip, ich habe jetzt keine Kinder zum Beispiel, dass ich irgendwie so ein Ritual hatte, wo ich darüber gesprochen habe oder so. Deswegen kam auch die Idee zu diesem Tagebuch, dass man einfach mal für sich so einen kurzen Moment Zeit nimmt und sich sagt, okay, was lief denn gut heute? Oder was kann ich denn morgen vielleicht noch ein bisschen besser machen, ja? Und das hilft dir extrem, einfach mal wirklich, auch tagsüber schreibe ich mir manchmal Sachen auf, die einfach toll gelaufen sind. Kleinigkeiten, ne? Zum Beispiel ein schwieriges Gespräch geführt, ja? Oder etwas geklärt mit einem Kumpel, was mir lange auf dem Herzen lag. Das sind so Erfolge, über die freue ich mich, wo ich sagen kann, so, boah, gut gemacht, einfach mal geschafft, ne? Und dann bin ich auch voll im Moment, weißt du, dieses, was du gerade gesagt hattest, das ist echt das eines der wichtigsten Dinge, die ich in den letzten Jahren erleben durfte, ist im Hier und Jetzt sein. Ja? Ich habe das Buch von Eckhart Tolle, vielleicht kennst du das auch, Leben im Jetzt, geschenkt bekommen. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Hat mir mein Professor damals geschenkt. Ich habe es gelesen und direkt wieder weggepackt, weil ich dachte so, verstehe ich nicht, wie jetzt. Ne? Weil ich auch einfach innerlich nicht bereit war dafür. Ich glaube ja auch, dass ein Buch dich findet und nicht du immer das Buch finden musst. Sehr interessant, ja. Zwei Jahre später habe ich das Buch wieder in der Hand und es öffnet mir die Augen. Ja, ich sitze in Indien am Strand, ich lese das Buch und denke mir so, ey, ne, genau das ist es doch, ja. Und er hat mir wirklich die Augen geöffnet und mir wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten gegeben, im Hier und Jetzt anzukommen. Ja, weil, wie du schon sagtest, es gibt nur das Jetzt. Ne? Wir reden über morgen, aber morgen ist auch das Jetzt im Morgen. Ne? Und gestern ist das Jetzt im Gestern. Das ist immer das Jetzt gewesen im Prinzip. Ne? Ja. Und die Menschen, wo wir jetzt, oder die wir anschauen, ohne uns jetzt vergleichen zu wollen natürlich, aber die Menschen, wo wir sagen so, boah, der ist irgendwie komplett präsent. Ne?
die sind einfach im Hier und Jetzt, ne? Oder die Menschen, wo du sagst, boah, die haben dieses gewisse Etwas, die haben diese Ausstrahlung oder so, die sind einfach voll im Moment, ne? Du guckst denen in die Augen und die sind zu 1000% bei dir. Die sind nicht links und rechts und denken an den nächsten Termin und du denkst dir so, boah, du kommst dir auch ganz wichtig vor plötzlich, ne? Und ganz wertvoll, weil du merkst, der schaut dir so in die Augen, der ist gerade voll bei dir. Und der fragt denkt nicht irgendwie an heute Abend, was könnte ich denn essen oder was muss ich morgen noch erledigen. Und das ist genau das, was mich an dir fasziniert, weil das kommt drüber, diese Botschaft auf deinem Insta-Kanal. In jedem Video, die auch sehr gut gemacht sind, also Respekt dafür, man hört einfach gerne hin, kurz, voll auf den Punkt, es macht Spaß, man geht mit einem guten Gefühl von der Seite weg und eben nicht mit dem Gefühl, ey, was hat der alles, was ich nicht habe. Im Gegenteil. Man fühlt sich gut. Und deswegen kann ich alle meine Follower empfehlen, da bei dir mal vorbeizuschauen. Du hast Insta, da bist du sehr aktiv. Dann gehst du auf Tournee. Wir haben jetzt gerade, wenn wir das Interview aufnehmen, Ende Mai, mitten in der Corona-Zeit. Du musstest natürlich auch viele Termine verschieben. Das hat mir sehr leid getan für dich, weil du bist ja ganz frisch auf dem Markt mit einer wohl offensichtlich sehr erfolgreichen Show, weil ich habe mir auch mal die Bewertung angeguckt. Das habe ich persönlich noch nicht gesehen bisher. Also muss das wirklich sehr, sehr bewegend sein, was du da machst. Und ich kann jedem empfehlen, wer einfach so einen Impuls braucht für ein besseres Leben oder mehr mit sich selber klarkommen, das soll du unbedingt mal deine Homepage checken. Ich werde natürlich in die Shownotes, in die Beschreibung von YouTube werde ich auch die Links reinpacken und einfach Kontakt zu dir aufnehmen. Dankeschön, Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. Also auch diese Tour, die haben wir wirklich relativ schnell so ins Leben gerufen. Das war jetzt vor circa einem Jahr. Und auch wo du es gerade sagst, das ist auch ganz witzig, ich habe sogar einen Anruf bekommen von Eventim, von dieser Ticketseite, dass sie in so kurzer Zeit noch nie in ihrem Dasein so viele Bewertungen bekommen haben, positive Bewertungen bekommen haben. Wir reden von Eventim, das ist der größte Ticketverkäufer, den es überhaupt gibt. Und wenn du dann so eine Nachricht bekommst, also Respekt. Ich war wirklich sehr überrascht, das habe ich so noch nicht gesehen, also Hut ab. Also ich fand es wirklich auch, weil ich total auch, ich stehe dann zwar auf der Bühne und bin irgendwie so scheinbar ganz selbstsicher und selbstbewusst, ne? Aber hinter der Bühne, ne, geht es erstmal schön aufs Klöchen nochmal kurz, ne? Und ich denke mir so, oh Gott, ne, weil ich habe immer dieses auch, diesen Druck, den ich mir auch selbst erzeuge, das muss ich auch lernen natürlich noch, dass man auch, dass man schon genug ist, ja. Also ich sage immer natürlich, hey, du bist genug, aber manchmal denke ich mir so, oh Gott, ich möchte jetzt niemanden hier aus dem Raum entlassen, ohne dass ich ihm irgendwie jetzt dienen konnte, ne? Weil verdienen kommt ja von dienen, egal was man verdienen möchte, jetzt gar nicht irgendwie Geld, auch wenn es jetzt Freundschaften sind oder wenn es Liebe ist oder was auch immer. Es kommt immer von dienen. Und was du sagtest, auf Instagram zum Beispiel, wir haben immer uns immer die Frage gestellt, wie können wir den Menschen am meisten dienen? Ja, das machst du ja auch, ne? Du haust raus, natürlich, du machst Videos, du gibst dein ganzes Wissen preis, ja? Überleg dir das mal vor 10 Jahren, ne? Da gäbe es dich oder so. Ich hätte einfach von dir jeden Tag können, jahrelang wahrscheinlich dann noch jeden Tag ein Video schauen können und hätte einfach alles verstehen können. Und und wenn du dann so dienst in dem Maße, wenn du deinen Mitmenschen dienst, egal ob es nur der Bäckerin ist, die du gerade siehst und ihr ein Lächeln schenkst, dann verdienst du auch etwas. Dann verdienst du nämlich den Respekt, dann verdienst du auch die Anerkennung, dann verdienst du auch das Lächeln vielleicht. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, wirklich immer Menschen zu dienen, auch auf Instagram, einfach zu dienen. Und was halt, ich glaube, was auch viele, viele Menschen falsch machen, fälschlicherweise auch, vielleicht kennen das auch die einen oder anderen, die jetzt gerade hören oder sehen, die wollen immer interessant sein. Die Menschen wollen interessant sein. Wir haben so das Gefühl in uns, ich muss interessant sein. Und ich habe mir Instagram angeschaut, ich habe mich lange gewehrt dagegen. Ja? Ich habe jetzt zum Beispiel auch erst vor 8 Wochen angefangen, TikTok und so, weil Menschen wollen immer interessant sein. Ja? Ich habe dies und ich habe jenes und guck dir meinen Weg an und guck dir das an. Und die Menschen sind interessant und die Menschen folgen denen teilweise. Aber irgendwann ist gut. Dann denkst du dir so, ja, ich weiß, du bist interessant. Ne? Ich brauche nicht deine neueste Uhr sehen. Ich brauche nicht sehen, wo du jetzt im Urlaub bist. Ich brauche das nicht. Und es gibt ein Wort, das klingt ganz fast genauso, aber es verändert alles. Und zwar, du musst interessiert sein. Ja? Und das ist der Unterschied. Ne? Du musst interessiert sein. Es sind gerade ein bisschen Tonschwierigkeiten. Das Wort war, du musst interessiert sein, richtig? Genau, richtig. Also viele wollen interessant sein, aber du musst interessiert sein. Du musst nicht, aber es wäre schön, wenn du interessiert wärst einfach. Ja, das ist interessant, weil interessant sein bezieht sich ja auf mich. Ich muss was abliefern, damit die anderen mich interessant finden. Wenn ich aber interessiert bin, geht es nicht um mich, es geht um den anderen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Du öffnest dich für die anderen Menschen.
Das spürst du einfach, ja. Also wenn ich wirklich frage, so, hey, wie sieht's aus? Habt ihr Lust auf ein Hörbuch zum Beispiel? Ja, nein. Okay, soll ich auf Tour gehen? Wo kommt ihr eigentlich her? Okay, dann muss ich in die Städte gehen. Das heißt, du bist die ganze Zeit im ständigen Austausch und die Leute kreieren quasi das, was ich dann im Endeffekt nur ausspreche, ja, weil wir Projektionsfläche sind. Ne? Das heißt, im Endeffekt, ich möchte nur wissen, wie kann ich euch am meisten dienen? Was mich interessiert, euer Leben, eure Thematik, eure Sorgen oder was euch geholfen hat. Und da muss ich das nur nehmen im Prinzip und dann weitergeben. Ja? Und das spüren die Menschen, die sagen so, wow, der ist wirklich bei mir. Und das ist dieses, was du vielleicht beschrieben hattest als Gefühl, wenn du die Instagram-Seite verlässt, hast du das Gefühl, ja, der hat mir so einen Push gegeben einfach. Mhm. Ja, genau. Das ist wie eine leckere Tasse Tee. Ja, genau. Oder also dein Instagram ist wie eine leckere Tasse Tee, ohne Zucker, ja? und ungesund. Geil, geil. Geil, das ist gut. Okay, habe ich einen neuen Slogan. Ich würde gerne ein bisschen was über dich privat wissen. Bion, wie alt bist du? Das weiß ich gar nicht. Irgendwas mit einer 3 davor, oder? Genau, ich bin 36 jetzt geworden vor kurzem. Ein junger Hüpfer. Oh, ja. Ja, ja, wie lange wird das noch gesagt zu mir, ne? Ja, ja. Aber letztendlich ist es die Seele, die jung bleibt. Ja, wir haben ja auch letztens telefoniert und da habe ich ja auch gesagt, weißt du, dieses vor vielen, vielen, vielen Jahren sind die Menschen einfach geboren und haben ihr Leben gelebt und sind dann irgendwann gestorben, ne? Mhm. Und haben einfach in der Zeit, wo sie auf der Welt waren, so das Beste gemacht aus ihrem Leben und wussten gar nichts von Zeiten, wussten nichts von Uhren, von Kalendern. Und dieses Gefühl habe ich irgendwie auch in mir, weißt du? Das ist mir völlig, also Alter ist für mich so einfach eine Zahl im Prinzip, die mich jetzt, mich erinnert der Geburtstag eher daran, dass ich meine Mutter besuche und ihr die Füße küsse und sage, danke. Das finde ich klasse, ist auch genau meines, weil warum gratulieren die mir? Ich habe doch damals kaum was getan. Meine Mutter hat doch die ganze Arbeit gehabt. Eigentlich ist es, der Geburtstag ist ein Feiertag für die Mutter. Für die Mama, genau. Ja, die kriegt jedes Mal auch ein Geschenk. Also die kriegt eh jeden Tag ein Geschenk von mir. Und deswegen mag ich meinen Geburtstag, weil ich dann mit ihr feiern kann. Ja, toll. Klasse. Was sind denn so deine Hobbys, mal außerhalb dieser Insta-Welt und Tournee und dein Podcast? Ja, also Was machst du gerne? Also ich lese im Moment recht gerne. Ich habe immer schon gerne gelesen, aber jetzt in der Corona-Zeit auch war für mich auch einfach so die Frage, am Anfang haben wir so ein bisschen schlucken müssen, habe ich gedacht, okay, jetzt ist das ganze Jahr, die ganze Planung ist jetzt dahin, was machst du jetzt? Und wir reden ja auch oft von Gewohnheiten, ja, das ist ja auch dein Thema im Prinzip, viele Gewohnheiten ändern oder Routinen einführen, ja, dass es irgendwie einfach Klick macht und wir dann nicht irgendwie Crash Diät machen zum Beispiel, ne? Sondern wirklich etwas in unserem Kopf ändern oder auch in unseren Gewohnheiten ändern. Und ich habe mich dann gefragt, relativ kurz nachdem der Lockdown kam, was kannst du ändern in deinem Leben, Björn? Und dann habe ich gesagt, okay, ich müsste mehr lesen eigentlich. Das heißt, ich habe mir eine neue Leseroutine angeeignet. Wie sieht die aus? Also ich lese jeden Tag. Ich blocke mir jeden Tag eine Stunde. Ja. Okay. Mhm. Genau, genau. Und gibt es irgendwie ein Buch, was du allen Menschen empfehlen kannst, wie zum Beispiel von dem Eckhart Tolle? Gibt es noch ein Buch? Ja, also ich bin ja gerade gesagt, so spontan einfällt. Ja, also wenn, dann bin ich wirklich bei Eckhart Tolle. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, ein anderes noch im letzten Jahr. Mhm. Und da habe ich wirklich mein ganzes Herz reingelegt. Ne? Das heißt, der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt. Ja, stimmt, habe ich schon mal gesehen, ja. Mhm. Da war ich auch in Indien und ich habe es in Indien geschrieben. Ich kann es wirklich nur empfehlen, weil es hat extrem viele Menschenleben verändert. Unfassbare Nachrichten. Ich habe unfassbare Nachrichten bekommen. Und es war so schön, weißt du, es war so schön, weil wir hatten keine Unterstützung über irgendwelche anderen Medien, ja, über die klassischen Medien oder so, weil man war immer so der Influencer oder der Typ aus Instagram oder so. Mhm. Und trotzdem haben wir es geschafft, dass wir dann mit dem Buch vor Michelle Obama auf Platz 4 im Spiegel gelandet sind. Ja? Wow, klasse. Weil ich liebe ja Michelle Obama, ne? Und dachte mir so, an dieser Stelle nochmal, sorry an Michelle. Sie wird es dir verzeihen. Ich denke auch. Und dieses Buch habe ich wirklich in den Bergen geschrieben, ja, monatelang. Ich war in Südtirol in den Bergen und in Indien, in Neu-Delhi und am Taj Mahal. Und ich habe wirklich mit Leuten aus den Slums gesprochen. Ja? Ich habe die gefragt, warum lacht ihr so? Warum habt ihr so einen Spaß, wo euch doch eigentlich augenscheinlich so viel Armut umgibt? Ich habe mit Rikscha-Fahrern gesprochen. Ich habe Rikscha-Fahrer eingeladen mit meinem Team. Wir haben zu Abend gegessen. Es gab Alkohol, es gab wirklich gutes Essen. Und ich habe die gefragt, erzählt mal von euren lustigsten Geschichten. Ja? Warum? Wie ist das Leben hier? Was war die krasseste Fahrt in Neu-Delhi oder am Taj Mahal oder so?
Und all das habe ich quasi in dieses Buch gepackt. Und auch da wiederum, da hat auch der Verlag gesagt, ja, wir könnten noch jemanden dir zur Seite stellen. Da meine ich, nee, was von Herzen kommt, erreicht Herzen. Und es kam wirklich alles von Herzen. Und das Feedback und so war so unglaublich, dass mir so viele Menschen geschrieben haben, einfach, dass dieses Buch auch ihr Leben verändert hat. Toll. Ich könnte die Geschichten erzählen, das war wirklich, ich glaube, bei meinem letzten Tourstopp zum Beispiel, da machen wir so eine Autogrammstunde. Und da kam so ein Typ, ja, so ein kerniger Typ, sag ich mal, und macht sofort so ein FaceTime, wo er mich so begrüßt. Und ich dachte mir so, okay, ja. Ne? Und dann sehe ich quasi auch seinen Bruder, ja, der gerade Chemotherapie hat oder im Krankenhaus liegt. Und das Buch liegt neben ihm. Und er sagt mir so über FaceTime quasi, hey, ich lese jeden Abend ein Kapitel in deinem Buch und das gibt mir so viel Kraft während dieser schweren Zeit. Ach, großartig. Ich hab letztens eine Frau kennengelernt. Ich bin noch dabei, vielleicht sie auch im Podcast zu haben bei mir. Die ist mit 20 Jahren blind geworden. Mhm. Die ist blind geworden und kam dann zu mir in die Show mit ihrem Begleiter und hat gesagt, der liest ihr jeden Tag aus dem Buch vor. Mhm. Und sie war wirklich, sie hat auch Suizidgedanken gehabt und meinte so, seitdem ich dir zuhöre, die Videos hört sie ja dann im Prinzip und das Buch vorgelesen kriege, kann ich die Welt wieder sehen. Mit dem Herzen. Stark. Und da war ich so sprachlos. Ja, da habe ich auch geweint mit ihr und so. Und das waren so Dinge, wo ich dachte so, boah, unfassbar. Also, ja, was von Herzen kommt, erreicht Herzen. Das möchte ich auch jedem sagen, einfach die Menschen, die vielleicht sagen, ja, ich bin aber nicht so toll in dem oder ich kann das nicht so gut oder es gibt ja bessere. Ja, gibt es immer. Ja, aber es gibt niemanden wie euch. Ja. Es gibt niemanden wie dich, Patrick. Es gibt niemanden wie mich. Und wenn wir immer versuchen, mit dem Kopf irgendwas zu machen, dann erreicht es den Kopf maximal. Ja? Wenn ich mir sage, ja, was könnte gut funktionieren und welches Video könnte ich denn machen und so und wann soll ich denn online gehen? Aber wenn es von Herzen kommt einfach, ja, wenn du sagst, ich will Menschen helfen oder ich möchte jemandem Strahlen schenken oder ich möchte, was auch immer, das beste Brot der Stadt backen, ja, dass sie einfach ein tolles Familienfest haben und das Brot genießen, dann spüren das die Menschen. Weil was von Herzen kommt, erreicht Herzen. Und das war auch, glaube ich, eine der größten Einsichten, die ich gewinnen durfte. Ja, das ist großartig, weil es ist auch so, wem möchte man denn unbedingt etwas beweisen, wenn man versucht, jemanden nachzueifern, anstatt wirklich mal sich zurückzuziehen und auf sein Herz zu hören, das, was du gerade sagst. So kam ich auch zu meinem Job, weil damals, ich komme auch aus einer Familie mit insgesamt 4 Kindern, wir waren also zu 6, wir hatten auch überhaupt nicht viel Geld, es war jedes Mal knapp und es war immer das Gespräch am Mittagstisch. Mein Vater war damals selbstständiger Elektromeister und ich habe das mitbekommen. Und wenn man dann Fitnesstrainer wird, dann weiß man, das ist kein Beruf zum Geldverdienen, Fitnesstrainer. Damals, das war noch in den 1990er Jahren, das kannst du nur machen, wenn du mit Herzblut an die Sache rangehst, wenn du weißt, ich habe mich früher katastrophal ernährt. Mir ging es echt nicht gut als Jugendlicher. Im Rückblick war das schlimm. Und wenn man dann seine Ernährungsweise findet und auch weiß, wie man es anderen Menschen beibringt, dann macht man genau das, was du sagst. Dann macht man es aus dem Herz. Und dann berührt man die Menschen. Und das kann jeder. Jeder hat irgendetwas in seinem Herzen. Und er muss nur 2, 3 Menschen finden, die das richtig toll finden, was man da macht. Wenn es der Nachbar ist, wenn es die eigenen Kinder sind, wenn es der Partner ist, ist doch völlig egal. Man muss nicht everybody's darling sein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde, das lernt man bei dir wesentlich besser als bei den Worten, die ich jetzt gerade von mir gebe, weil du beschäftigst dich rauf und runter mit dem Thema. Och, das hast du aber trotzdem sehr gut gesagt. Muss ich echt sagen. Hast mich berührt jetzt, wirklich. Ja, das freut mich. Doch. Auch zum Beispiel meine Mutter. Ja? Meine Mutter wollte immer einfach nur die beste Mutter sein. Ja, sie hatte nie ein Streben nach irgendwie Geld oder Reichtum. Sie war auch Kinderkrankenschwester und die war so traurig, als sie irgendwann in Rente gehen musste. Ne? Und sie wollte einfach, ihr Herz hat gesagt, ich will die beste Mutter sein, ja, für meine Kinder. Ich will alles tun für die Kinder. Also ich will, und was ich jetzt mache, ist ja nur das Produkt von dem, was sie mir gegeben hat. Ja? Das ist ja ihr Werk im Prinzip. Ne? Dass wir jetzt reden, das ist ja ihr Werk im Prinzip. Das kommt ja aus ihrem Herzen. Und sie ist für mich eine, also die erfolgreichste Person, die ich kenne, ja. Wenn ich zum Beispiel gefragt werde, ja, welche Menschen inspirieren dich? Klar kann ich sagen, ja, der Gandhi inspiriert mich, ja. Und der Patrick Heizmann hat mich auch inspiriert. Auch ich habe mir alle deine Videos angeschaut, auch die auf der Gedankentankenbühne und so weiter, ne? Du hast so tolle Bilder, die einfach kleben bleiben, ja. Genauso wie das Bild, dass die Cola auch kleben bleibt. wenn man Cola. Alles bleibt kleben bei dir.
Ja, deswegen, also das ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Einfach jeder sollte aber das tun und sich auch nicht irgendwie definieren über, also nicht sagen, Erfolg bedeutet jetzt irgendwie ein tolles Auto zu fahren oder irgendwie das und das zu schaffen, sondern Erfolg ist ganz, ganz, ganz persönlich, ne? Und für mich die erfolgreichste und inspirierendste Person ist einfach immer meine Mutter gewesen. Großartig. Besser geht's nicht, sogar in der eigenen Familie. Ich spüre tiefe Dankbarkeit. Ja, absolut. Wir waren gerade beim Beyond Privat. Du machst ja auch Sport, deswegen hast du auch gestern den Brustmuskel oder die Schulter so ein bisschen gezerrt. Genau, genau. Was machst du für Sport? Machst du Kraftsport? Genau, also ich habe vor Jahren angefangen mit Fitness. Habt aber alle möglichen Fehler gemacht, die es gibt. Ne? Also wirklich die typischen Pumperfehler. Ne? Also nur Brust trainiert, Brustbizeps. Ne? Yeah. Und links und rechts geschaut und habe mir einfach also Halbwissen angeeignet, was irgendwie total schädlich war, in Kombination zumindest. Ne? Ja. Der eine meinte, mach das, dann isst so viel. Nee, isst das noch und hau dir das Pulver noch rein. Ja, und mach jenes. Es gibt so viele. Ja, und ich habe alles geglaubt. Ne? Ich war natürlich jung, naiv, ne? Und dachte mir so, okay, die werden es schon wissen, weil die sahen auch entsprechend aus. Ne? Auch wenn es vielleicht nicht ganz natürlich war beim einen oder anderen. Und dann habe ich mir alles reingehauen, habe mich total schlecht gefühlt, schlapp gefühlt, bin aufgequollen im Endeffekt. Und habe aber immer mehr und mehr gemerkt, so okay, auch beim Thema Fitness ist es ja auch wirklich bei mir ganz spürbar gewesen. Der Prozess vom, ich will Fitness machen, um gut auszusehen und anderen zu gefallen. Ja, und ich finde es toll, wenn der Kollege sagt, wow, du hast aber zugelegt. Und wenn dann das Mädchen sagt, so, wow, super Körper. Hin bis heute, wo ich einfach nur hingehe ins Fitness und einfach mich selbst herausfordere. Ja, exakt. Ich einfach nur aufs Laufband gehe und sage, okay, Björn, das ist jetzt deine Zeit, genieß es auf dem Laufband. Ne? Okay, da geht noch ein bisschen mehr, da geht noch ein bisschen mehr, komm schon. So, und dann geht's weiter. Und dann gehst du raus und bist einfach bei dir. Ne? Und da, gerade im Fitnessbereich, habe ich wirklich ganz stark gespürt, wie sich das so geändert hat, von im Außen zu leben und die Anerkennung zu brauchen, hin zu, ich bin ganz bei mir. So, weißt du, das ist so. Ja, finde ich klasse, weil kann ich total nachempfinden. Man ist sich selbst sein härtester Gegner und fühlt sich einfach nach dem Sport unglaublich gut und braucht nicht das Feedback von anderen. Klar, das ist ein netter Bonus, gar keine Frage. Aber es ist nicht dringend notwendig. Nein. Und ich habe lange Zeit Fußball gespielt. Also Kampfsport mache ich noch, Sparring mit meinem Bruder. Mein Bruder ist immer noch Taekwondo-Trainer. Das heißt, ab und zu hauen wir uns auch die Köpfe ein, wie damals schon als Kinder. Da haben wir aber noch mehr gewrestelt, muss ich sagen. Mein Bruder ist sehr, sehr groß und stämmig, ne? Und hat immer leichtes Spiel gehabt mit mir. Aber das machen wir immer noch ab und zu. Ich habe immer Fußball geliebt. Ja? Ich habe Fußball immer parallel auch zum Kampfsport gespielt. Also ich habe 10 Jahre im Verein gespielt und so. Und ich war auch sehr, sehr, sehr gut im Fußball. Ich weiß auch, mein Vater zum Beispiel, das war auch so ein, also ich liebe meinen Vater, ja. Aber ich habe damals zum Beispiel sehr gute Angebote bekommen von der Jugend, von Schalke 04 und vom VfL Bochum, die auch damals erstklassig waren und so. Und mein Vater hat mir das verboten. Ja? Der hat gesagt, Abitur ist wichtig, dass diese Spielerei und das schaffen eh nur ganz, ganz, ganz wenige. Ne? Das schaffst du eh nicht. Deswegen konzentriere dich einfach auf deine Schule. Ja? Meinte er natürlich. Sehr erfolgsorientiert, wie du es eben gesagt hast, wie es eben so bei den gebürtigen Indern so ist. Ja, ja, absolut. Ne? Also er hatte auch da so, ihm fehlte auch im Prinzip so ein bisschen dieses Glauben, dass alles möglich ist. Ne? Dass man es schaffen könnte im Fußball zum Beispiel. Ne? Und auch heutzutage, er weiß auch gar nicht genau, was ich mache. Ne? Der ist zum Beispiel, eine andere Welt. Er weiß, hier in meiner Heimatstadt in Hagen, in der Stadthalle, ganz stolz, aber er hat nicht verstanden, so dass irgendwie 1000 Leute kamen. Und das ganz berührend fanden oder neben ihm Leute angefangen haben zu lachen und daneben angefangen haben zu weinen, hat er nicht ganz begriffen, ne? Aber es war immer seine beste Leistung. Ja. Toll. Welche Musik hörst du? Das kommt so ein bisschen immer auf den Modus an. Also im Moment, also ich habe immer schon gerne Rap-Musik gehört. Also Oldschool-Hip-Hop, 90er Jahre Hip-Hop war immer so meine Zeit. Und ich bin auch aufgewachsen mit Michael Jackson. Ja. Michael Jackson, Whitney Houston, das war so meine Welt. Und ich höre immer noch die alten Michael Jackson-Songs, die höre ich eigentlich fast täglich. Und beim Sport ein bisschen schnellere Musik manchmal, einfach um mich selbst ein bisschen zu pushen. Das tut ja auch immer ein paar Prozent oben drauf packen. Und ich habe also viel Soul und viel R&B höre ich. Ich habe auch früher gesungen, nämlich in so einer Art Boyband. Wow, okay. Ja.
Aber das war also jetzt nicht wirklich mega professionell, schon semi-professionell mit dem Produzenten und Management. Wir haben auch vor 3000 Leuten gesungen und sowas, das gab es schon. Aber es war auch, ich war nicht so talentiert, als dass ich, glaube ich, hätte da irgendwie jetzt eine große Karriere hinlegen können. Aber du hast viel probiert, auch um diese Aufmerksamkeit wahrscheinlich zu letztendlich. Also ich höre es heraus, früher hast du gedürstet nach Aufmerksamkeit, heute ruhst du in dir selbst und kannst deswegen auch das Ganze nach draußen ausstrahlen, dass es eben doch nicht so wichtig ist. Also weißt du, ich meine, dass eben, dass es nicht so wichtig ist, dass man eben nach draußen wirkt, sondern dass man mit sich selbst im Reinen ist. Ja. Also, auch wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, gar keine Frage. Ja, aber ich glaube, früher war das so eine Mischung. Ja, es war eine Mischung aus, du dürstest so nach Aufmerksamkeit, ja, also du gehst auf die Bühne und singst und so. Aber was ich wirklich früh schon für mich entdeckt habe, ich glaube, das kam auch durch den Sport mit 6, 7 Jahren schon, dass das ganze Leben irgendwie so eine Art Spiel ist. Ja. Das ist so ein Spiel einfach. Ich wollte einfach das Spiel des Lebens spielen. Und ich wusste immer, du kannst es nicht richtig gewinnen. Es ist nichts, wo du sagen kannst, so, jetzt Jackpot, jetzt hast du es gewonnen. Sondern du kannst es nur bestmöglich spielen mit dem, was du kannst. Ja? Du hast die Karten bekommen vom Leben, denkst du so, okay. Manche kriegen ja die Karten ihres Lebens und beschweren sich ihr Leben lang und sagen, oh ja, aber ich hätte ein bisschen davon bekriegen können und ein bisschen mehr davon, ein bisschen Talent noch dazu. Und ich dachte mir immer wirklich, versuch wirklich das Spiel deines Lebens zu machen. Ja. Ich war zum Beispiel mal bei Günther Jauch, ne, in der Show, Wer wird Millionär. Da warst du. Da war ich auf dem Stuhl, ja. Und weißt du, wie oft ich mich beworben habe? Weißt du, wie oft ich mich beworben habe? 41 Mal. 41? Du warst und also wirklich, du bist nicht noch einmal, nee, der hat mich nicht genommen, jetzt gehe ich nicht mehr. Nein, nee, du warst richtig energisch. Das ist ein Spiel, genau, das ist ein Spiel. Und du musst ja jedes Mal einen Euro bezahlen, ne, wenn du dich online bewirbst. Okay. Ich war nie so verbissen und dachte mir, oh, ich muss dahin. Ich habe jedes Mal gedacht, ey, das Spiel geht weiter. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Ne? Und dann, da gibt es so ein Feld und da musst du eintragen, warum sind Sie der perfekte Kandidat für Günther Jauch? Ne? Ja. Und da habe ich angefangen. Ja, da bla bla bla, Sport, Absage. Ja, Ingenieurswesen, Absage. Ja, multikulturell aufgewachsen, Absage. 41 Mal. Ne? Und weißt du, was ich beim 41. Mal geschrieben habe? Na, jetzt wird's spannend. Ich habe geschrieben, liebes Team von Wer wird Millionär? Ich werde mich so oft bewerben, bis Sie mich einladen werden. Viele Grüße, Ihr Björn Catilato. Das war's, oder wie? Am nächsten Tag rufen die an. So, jetzt wollen wir wissen, wer Sie sind. Ja, und dann ging es los. Ja, und dann ging es los. Und auch das war nur ein Spiel. Das ist alles ein Spiel. Ja? Und man darf halt wirklich nicht denken, so dieses Spiel des Lebens kannst du gewinnen ab einem bestimmten Punkt oder durch eine bestimmte Aktion. Du kannst es nur spielen. Das ist alles nur ein Spiel. Ich finde das total interessant, weil auch mein Spruch, das Leben ist ein Spiel, und ich spiele mit, ist bei mir immer noch die Ergänzung. Ja. Nicht und ich gewinne oder und ich bin leider ein Verlierer, sondern ich spiele mit und mal gucken, wie weit es geht. Manchmal gewinne ich, manchmal verliere ich. Wichtig ist eben, worauf man den Fokus hat. Ärgert man sich total, weil man eben wieder irgendein Spiel verloren hat. Oh, ich musste schon viele, viele Nackenschläge in meiner Karriere erleben. Aber die interessieren mich nicht. Ich werde auch immer wieder in Interviews, wenn ich interviewt werde, gefragt, ja, was waren so die schlimmsten Erfahrungen? Und interessant ist, ich muss lange, lange kramen, um wirklich ganz üble Erfahrungen auf beruflich, um auf die zurückgreifen zu können, weil ich vergrab die interessieren mich irgendwie nicht. Ich habe daraus irgendwas gelernt, das nehme ich automatisch mit, aber ich vergrabe mich, ja, hätte ich doch damals diese Chance bekommen und so weiter. Bei den Erfolgen, da bin ich eben ganz, ganz schnell zack, 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 zack. Und es ist interessant, das ist eine Sache des Fokus. Absolut, ja. Und ich kann eigentlich deinen Spruch so ein bisschen ergänzen durch eine Weisheit, die mich extrem geprägt hat. Weil du hast ja gesagt, das Spiel ist ein Leben und ich spiele mit. Und manchmal gewinne ich und manchmal verliere ich. Und mein Lieblingszitat ist einfach, manchmal gewinne ich und manchmal lerne ich. Sehr gut, nicht verlieren, und lernen. Genau, genau. Und das ist etwas, das hat bei mir irgendwann Klick gemacht. Ne? Auch dieses Gefühl von Verlieren war plötzlich weg, weißt du? Weil, wo habe ich verloren? Ja klar, ich wurde mal enttäuscht, ne? Ich wurde verlassen, ich hatte Liebeskummer, ich habe meinen Job verloren, ich war arbeitslos, ich hatte da nicht viel Geld, ich hatte da eine Sorge, ein Freund hat mich viel zu früh verlassen. Ja, ich habe durch alles etwas gelernt. Ne? Ich habe vielleicht kurzfristig mal das Gefühl gehabt, oh, ich habe verloren, ja, ich habe einen Menschen verloren oder ich habe irgendwas in meinem Leben verloren vielleicht, aber kurz darauf habe ich zurückgeblickt, und das hast du auch vorhin schon so schön gesagt, wir müssen immer reflektieren, wir müssen gucken, was eigentlich passiert, ja, was habe ich eigentlich gelernt aus dem, was passiert ist, und somit hat jeder Mensch auch total seine Bedeutung gehabt, ja, einer war irgendwie ein Geschenk, der andere war irgendwie so eine Lektion für mich,
Aber heute, dass wir so sprechen können und auch, wenn du sagst, hey, ne, du hast etwas oder du ruhst in dir oder danke, dass du mich überhaupt fragst, dass ich überhaupt mit dir sprechen darf hier, das kommt einfach nicht nur durch die Dinge, die toll gelaufen sind, sondern vor allen Dingen auch durch die Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Mhm. Ja, das ist eine sehr gute oder sehr interessante, eine wahre Weisheit. Man wird viel besser durch die Dinge, die man schlechterseits durchlebt hat, als eben nur, wenn es immer nur gut laufen würde, dann hau dich auch jedes Negative sofort aus der Bahn, weil du es nicht gewohnt bist. Ja, lachen und weinen. Ja? Lachen das Wetter und weinen. Macht dich wetterfest, sozusagen. Also, ja, genau. Das ist, alles gehört auch. Stell mal vor, wir würden den ganzen Tag nur lachen. Ja? Dann wüssten wir gar nicht, was wir machen. Ja? Oder wir wären den ganzen Tag nur froh. Dann weißt du ja gar nicht, was ist denn das, was ich gerade bin. Aber dadurch, dass es einen Kontrast gibt, ja, dass wir wissen, wie es war, wo wir geweint haben, wissen wir das zu schätzen jetzt. Ne? Ja. Oder ne, ich weiß, wie es war zum Beispiel, wo ich die Miete nicht zahlen konnte oder Angst hatte, sie nicht zahlen zu können. Mhm. Jetzt weiß ich zu schätzen, so boah, dass ich mir darum nicht gerade die Sorgen machen muss. Ja. Und das kommt nur daher, dass ich auch die andere Seite kenne. Ja? Also ich wünsche auch keinem, der das sieht oder hört, dass er jetzt unbedingt schlechte Erfahrungen machen muss. Aber jeder hat ja in seiner Welt einfach auch, ist ja alles auch relativ, gewisse Punkte, wo er denkt, so Mann, warum passiert mir das ständig oder warum muss ich das durchleben? Wirklich, ja. Vertrauen haben, den Weg weitergehen und dann irgendwann zurückblicken und sagen, was habe ich eigentlich aus dieser Sache gelernt? Und diese Sache hat mich stärker gemacht, hat mich besser gemacht, hat mich wachsen lassen. Oder nur durch diese Sache habe ich irgendwie anderen Menschen kennenlernen dürfen oder irgendeinen Menschen oder das Leben in einer Art und Weise umarmen dürfen. Das möchte ich jedem noch mitgeben hier. Ja, lass uns diese zwei Dinge nochmal zum Schluss des Interviews festhalten, weil ich die für äußerst wichtig finde. Es gibt Menschen, die fragen, warum passiert mir das? Und unser Unterbewusstsein liefert Antworten drauf. Immer. Weil du zu blöd bist, weil du arm geboren bist, weil du keine Leistung hast, weil du was ich was. Es gibt immer irgendeine Antwort, damit das gerechtfertigt wird, warum mich das erwischt. Anstatt, was lerne ich daraus? Das ist ein völlig anderer Fokus. Denn daraus wirst du irgendwas ziehen, was dich weiterbringt und nicht weiter schwächt. Die Frage, warum, schwächt dich automatisch. Da kannst du nichts dagegen tun. Aber die Frage, was lerne ich daraus, die ist immer positiv gerichtet. Absolut, ja. Voll. Und auch die, was es auch eigentlich traurig macht oder Gefühle verursacht, ist ja immer die Interpretation von Gedanken. Ja? Ich habe damals Liebeskummer gehabt, ja, nach meinem Studium. Und ich war in Indien, ja, ich war fertig, dachte mir so, schade, der wollte eigentlich mit der damaligen Freundin hinfliegen, hat nicht geklappt, ne, wie gesagt. Und dann habe ich mit einem Buddhisten gesprochen, in Indien, am Strand, ja. Und der hat mir eine Sache gesagt, die habe ich nie vergessen. Der hat mir gesagt, guck mal, ein Gefühl, erstmal nimmst du an, ja, lässt du zu. Und dann bewertest du das nicht und dann lässt du es wieder gehen. Und ich dachte mir so, was labert der da, ne, so was quatscht der da. Und dann hat es nochmal gesagt, du musst das Gefühl annehmen, Liebeskummer, egal was für ein Gefühl es ist, nimm es erstmal an. Also sag ja zum Gefühl, sag nicht, nein, ich darf nicht traurig sein, sag nicht, nein, ich darf kein Liebeskummer haben, nimm es erstmal an, aber dann bewerte es nicht. Und dann hat es Klick gemacht, dann habe ich gesagt, stimmt, ich habe immer gedacht, bei Liebeskummer das Gefühl kam, ich habe angefangen zu bewerten, ich habe gesagt, ich bin nicht liebenswert, ich werde nie mehr so glücklich, ich werde nie mehr so eine finden, hat die mich betrogen, warum passiert mir das ständig? Und das habe ich alles weggelassen, ich habe es einfach mal Gefühl sein lassen, ja, auch wenn es wehtat, okay, das war da. Und dann habe ich es gehen lassen. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, im Endeffekt, was ich heute immer noch mache, und ich bin dem Buddhisten von damals sehr, sehr, sehr dankbar, auch wenn ich nicht weiß, ob er, hoffentlich sieht er das, ja? Ich hoffe, du hast ja eine große Reichweite. Hoffentlich sind wir auch in Indien, ja? Thank you very much, my friend. You helped me a lot. Und das hilft mir wirklich, dass wir nicht anfangen zu bewerten, zu sagen so, weißt du, das Glas fällt hier hin, ne? Und die meisten Menschen gehen sofort in so einen negativen Selbstdialog. Ja, ich Trottel, ich Idiot, ne? Ja. Warum? Das Glas ist hingefallen. Ja, gut. Ja. Dann nimmst du einen Lappen, machst das Wasser weg, ne, und sagst, danke, dass ich überhaupt was zu trinken habe. Ne, und fertig aus. Nicht immer diese Bewertung, nicht diese Interpretation. Wenn wir das schaffen, und das kann man auch trainieren, dann haben wir auch ein viel, viel schöneres Leben. Großartig. Ich nehme für mich heute auch wieder mit, du bist für mich die tägliche gute Tasse leckerer, gesunder Tee der Glückseligkeit. Ich werde auch natürlich in die Shownotes und in die Beschreibung die Kontakte zu dir, zu deinem Podcast, zu deiner Insta-Seite, zu dem Buch, was du angesprochen hast, zu deiner Show. Das werde ich alles verlinken, sodass mir aber auch Kontakt zu dir aufnehmen sollte. Und wenn jemand auch von meinen Follower eine gute Tasse Tee der Glückseligkeit jeden Tag trinken möchte, dann kann ich nur empfehlen, checkt Bion. Dankeschön, Dankeschön. Ich werde ganz rot. Ich kann nicht rot werden, sonst wäre ich jetzt rot geworden wahrscheinlich. Ne?
danke dir vielmals. Ein ganz, 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 ganz schönes, wunderschönes Gespräch. Es ist eine große Ehre gewesen, hier überhaupt mit dir darüber zu sprechen zu dürfen, auch so offen mit dir sprechen zu dürfen. Und ich wünsche mir wirklich, dass jeder, der das sieht und hört, nur eine Sache vielleicht mitnimmt und etwas aus seinem Leben und ihrem Leben macht. Ganz großartig. Björn, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute der Welt. Dankeschön. Für euch alle, für dich auch. Danke, Patrick. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.